dabei. Und auch heute eine Legung für dich und deine Zwillingsflamme. Lass uns nochmal gemeinsam schauen. Was sollst du hier wissen? Was sollst du hier erfahren? Ja, also es geht hier wirklich darum, um die Wunscherfüllung geht es hier, um die Wunscherfüllung. Und zwar für dich. Wenn du jetzt als Frau zuschaust und die weibliche Part der Zwillingsflamme bist, und ich sage hier also, wie gesagt, da hast du im Verborgenen diesen tiefen Wunsch, dass das in Erfüllung geht, ja. Aber du hast auch das Gefühl, dass du hier ein Stück weit irgendwie blockiert bist innerlich. Dass es vielleicht auch an dir liegen könnte, denkst du das? Und du weißt, dass du irgendwie was verändern sollst. Und zwar, ich sehe hier, also definitiv spielt hier die Anziehungskraft eine große Rolle bei dir. Diese seelische Nähe, die Verbundenheit spielt eine große Rolle. Und es spielt auch eine große Rolle, wie gesagt, also die Öffentlichkeit. Es geht auch darum, ja, dass hier, also auf jeden Fall, ja, es gibt hier noch Themen. Vielleicht wird das auch ganz intensiv. Jetzt vielleicht spürst du auch schon die Auswirkungen von Vollmond. Und also normalerweise, das Ganze hat hier schon Potenzial. Das hat schon jetzt lange, lange gereift. Und ist hier der Neuanfang da. Und da kommt auch ein Brief zu dir. Wie gesagt, es kommt auch ein Brief zu dir. Und was sehe ich denn hier? Also ich sehe hier definitiv, definitiv sehe ich hier, ja, dass also auf jeden Fall zu feste Partnerschaft kommt und dass das hier auch wirklich in eurem Seelenvertrag steht, ja, es steht in eurem Seelenvertrag. Ich lege jetzt für dich die Karten aus, ja, ich lege jetzt für dich die Karten aus. So, lass uns noch mal schauen. Der rückläufige Merkur ist toll. Ja, ich liebe das. Oh Gott, wie sehr liebe ich den rückläufigen Merkur, wenn es alles so schief läuft und nichts klappt. In technischen Geräten. Aber, also in der Liebe kann das ja noch was werden. Ne? 2, 4, 6. So, 8, 9 Stück, also eine große Legung. So, lass uns mal schauen, was deine Zwillingsflamme jetzt denkt generell. Ich habe hier einige Rosen mitgebracht aus meinem Garten. Ja, einige Rosen mitgebracht aus dem Garten. Mhm. So, manche Karten sind auf den Kopf, das weißt du Bescheid. Also die haben auch hier eine ganz besondere Bedeutung, das lese ich heute auch, ja. So, das lese ich für dich heute auch, ja. Also doppelt bist du hier in deine weibliche Kraft, ja. Was sehe ich denn jetzt hier generell? Was sehe ich denn hier jetzt generell? Was sehe ich denn hier jetzt generell? Mhm. So. Also ich sehe hier den Fuchs. Also das heißt, also da ist eine gewisse Listigkeit, vielleicht auch ein Stück weit von deiner Zwillingsflamme ist auch eine gewisse Listigkeit da. Also du hast hier eine Blockade im Außen, also irgendwas blockiert dich hier im Außen, irgendetwas. In deinem Unterbewusstsein willst du die Wunscherfüllung in diese romantische, ja, in diesem romantischen Gefühl. Und was ich jetzt hier sehe, also das wird hier leidenschaftlich sich weiterentwickeln und der Universum zeigt sich dir hier, ja? So, lass uns gemeinsam schauen. Also es geht hier ein Stück weit um deine Zwillingsflamme. Er hat hier eine tiefe Erkenntnis. In seinem Unterbewusstsein ist auch hier die Liebe.
Und er denkt jetzt schon positiv und ich habe auch das Gefühl, der kommt in der Kraft, denn er hat eine starke Sehnsucht. Er arbeitet daran. Allerdings, der ist nicht ganz ehrlich. Also so ein bisschen habe ich das Gefühl, mit einer gewissen Listigkeit lässt das so in der Tiefe gehen. Also ich habe das Gefühl, da ist so ein... Er zieht schon irgendwie alle Register. Also da ist auch die Schleue da. Also der wird eine Herzentscheidung treffen. Er weiß zwar noch nicht wie. Also der Neuanfang steht auch auf dem Kopf und das Ankommen. Vielleicht hilft ihm auch der Vollmond hier mit diesem absoluten Mondfinsternis auch dabei, denn er erkennt bestimmte Dinge und er wird auch für sich selber treu sein. Also der hat so ein leichtes Aufgewühltsein, das heilt ja das Ganze. Und was sehe ich denn hier generell? Da steht hier mit Glück, ja? So, wie geht's denn bei dir weiter? Du erhältst wirklich einen Brief. Und zwar über diesen, ja, über diesen besagten Neuanfang. Da würde ich dir aber echt raten, dass du es zweimal durchliest. Denn da könnten auch irgendwie, könnte auch hier eine verletzte Eitelkeit hier auch irgendwie eine Rolle spielen. Natürlich wird er dir schreiben, dass er dich toll findet, dass er die Anziehungskraft da ist, aber irgendwie lest das Brief doppelt nach, was ich sehe, und richte dich danach. Also da ist noch im Verborgenen, lese das genau durch, damit du auch nichts verpasst. Also ich sehe hier schon, also er zieht schon alle Register und fühle auch in dich hinein. Jetzt ziehen wir auch noch eine Herzkarte. Was fühlt deine Zwillingsflamme für dich? Konzentriere dich. Was fühlt er denn für dich? Mhm. Ja, also momentan sollst du auf jeden Fall was abwarten. Du sollst nichts überstürzen und lass den Dingen freien Lauf. Ja? Ich hoffe, du hast dich wiedergefunden. Wenn das der Fall war, lass mir einen Kommentar oder ein Abo und ein Like da. Ich sage danke und bis bald.